Hallo und herzlich willkommen hier wieder mal zu einem kleinen Video, bei dem wir unter anderem erstmal Minifiguren aus alten Serien auspacken. Und zwar haben wir heute zwei Packungen aus der Serie 13 und dazu noch zwei Packungen aus der Serie 14. Serie 14 kam, ich schaue mal kurz hinten drauf, da steht normalerweise ein Jahr drauf. Hier sehe ich gerade kein... Oh doch, hier 2015 kam die Serie raus und Serie 13 kam ebenfalls 2015. Also alle aus 2015, damit ungefähr 6 Jahre alt, je nachdem wann die rauskam, musste man nachschauen. Und die 14er-Reihe ist vor allem sehr interessant, das war eine reine Monster-Reihe. Mal schauen, was wir da drin finden und vor allem, was wir damit machen können. Und in der 13er-Reihe gibt es auch einige schöne Sachen, da können wir auch mal schauen, was wir damit in der Brickworld machen können. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der 13er-Reihe an. Schauen wir mal, ob ich heute wieder per Hand aufbekomme. Ist mal ein bisschen schwierig. Ich hole mal schnell eine Schere wieder. Da ist die Schere und wir schneiden das Ganze jetzt einfach mal auf. So. Und das sieht schon mal sehr passend zum kommenden Mittelalter-Festival. Außer hier mal eine Übersicht der ganzen Figuren, die es hier gibt. Wir hatten ja schon im letzten Video zum Beispiel den hier bekommen. Und ja, wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, diesen Magier hier. Dann werden wir den noch gleich mal zusammenbauen. Sehr schön bedruckt, muss man sagen, hier. Ich muss mal kurz denken. Das hier ist der Umhang. Der kommt wahrscheinlich hier zuerst drauf. So. Halte ich den mal fest. Und dann brauchen wir noch das hier. Das ist da der obere Teil des Umhangs. Es ist ein bisschen tricky, hier jetzt reinzubekommen alles. Und dann müssen wir jetzt mal ganz schnell den Kopf da drauf machen, damit uns nicht alles wieder abhaut. So, das sieht doch schon mal sehr schick aus. Ich habe den Bart vergessen. Das ist natürlich super unpraktisch, weil ich den Kopf wieder runter machen muss. So. Ja, auf dem Kopf selber hat er nichts. Ansonsten hat er noch so eine Fackel hier. Die können wir auch noch schnell zusammenbauen. So, die bekommt er jetzt hier noch, den Fackelstab in die Hand. So, Moment. Und dann können wir noch auf die Baseplate stecken, hier auf die kleine. Und so sieht dieser dunkle Magier aus. Ich glaube, den können wir auf jeden Fall super in der Brickworld im Fantasy Festival einbauen. Der sieht wirklich super aus. Genau. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Paket. So, und hier ist die nächste Packung. Ich schneide sie auf. Gleiche Serie wieder. Auf jeden Fall schon mal eine andere Figur. Und das müsste der Minotaurus sein. Ich schaue mal hier auf die Liste. Wo haben wir ihn denn? Hier unten. Das müsste die Minotaurin Lady sein, so wie ich das richtig sehe. Da können wir ja mal schauen, ob die auch irgendwie in unser Festival passen könnte. Oh, sogar mit doppelt bedrucktem Kopf. Ich verstehe. Dann können wir hier noch den Kopf drauf machen. So, und dann diese Keule hier in die Hand. Und auf die kleine Baseplate. Und damit haben wir den Minotaurus. Passt auch sehr gut zu diesem dunklen Magier. Meint ihr, wir können den auch gut im Festival irgendwie benutzen oder habt ihr andere Ideen? Dann schreibt mir gerne dazu in die Kommentare. Und das waren dann jetzt auf jeden Fall schon mal die beiden Packungen aus Serie 13. Vielleicht bekomme ich irgendwann nochmal welche. Mal schauen, der König da oben wäre ja noch ganz praktisch. Und ja, fürs Mittelalter Festival auf jeden Fall wäre der König noch ganz cool. Mal schauen, ob wir den vielleicht auch irgendwie kriegen. Jedenfalls machen wir jetzt mal weiter. Ich schiebe die mal zur Seite. Und öffnen jetzt die 14er Packungen, ebenfalls wie gesagt aus dem Jahr 2015. Schneiden wir mal auf. So, ich ziehe jetzt erstmal nur den Zettel raus. Dann können wir mal schauen, was es da alles so gibt. Und da seht ihr Werwölfe, Hexen, alles Mögliche. Oh, diese Zombie-Cheerleaderin ist natürlich auch ganz nett. Diesen Zombie-Typen habe ich sogar irgendwo, genauso wie die.
Ansonsten habe ich, glaube ich, davon keine Figur, außer ich könnte, glaube ich, den hier irgendwo noch haben von früher. Aber grundsätzlich haben wir das Potenzial, hier viel zu bekommen, was ich nicht habe. Also schauen wir mal, was wir haben. Und das ist die Fliegenkreatur. Das ist nämlich auch eine sehr interessante Figur. Die ist auf jeden Fall super gemacht, muss man sagen. Vor allem der Kopf. Ich halte sie euch gleich mal hoch. Also, ich muss mal sagen, das sieht doch mal super toll aus. Findet ihr nicht auch? Das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, die irgendwo einzubauen. Ich denke aber, dass ihr vielleicht eine super Idee dafür findet. Da können wir vielleicht irgendeine kleine Story draus bauen. Wenn ihr eine habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war dann schon Figur 3 für heute. Und ich öffne das letzte Päckchen für heute. So. Auf jeden Fall auch eine andere Figur. Und das ist doch der Werwolf, wenn ich das richtig sehe. Das ist doch kein Werwolf. Ist das denn eigentlich? Ist das ein Werwolf? Ich glaube schon. Oder eher so ein. Das ist wahrscheinlich eher so ein Bigfoot, oder? Das erklärt auch, warum man eine Kamera dabei hat. Was mich allerdings irritiert, ist, normalerweise gibt es bei den Kameras doch immer so einen kleinen durchsichtigen Stein oben drauf. Ich glaube, das ist kein. Das ist ein Bigfoot, nehme ich an. Ja, das ist gleiche Sache wie bei diesem Fliegenkreatürchen hier. Habt ihr Ideen dafür? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die beiden Figuren müssen wahrscheinlich mit irgendwelchen Geschichten vielleicht irgendwo einbauen. Den da können wir auf jeden Fall, denke ich, sehr gut mit in das Fantasy Festival mit einbauen, das Mittelalter Festival. Und da müssen wir mal schauen, was wir mit dem machen, auch vielleicht ins Festival. Das war es dann auf jeden Fall heute fürs Auspacken der Figuren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind einige schöne Stücke dabei. Und wie immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was wir damit machen können. Ich bin gespannt und ich bin immer gerne bereit, eure Ideen umzusetzen. Das wisst ihr ja. Und ja, so viel zum Auspacken. Gleich geht's weiter. So, jetzt sehen wir die Stadt nochmal im aktuellen Zustand mit Beleuchtung. Nicht wundern, dass es hier vorne jetzt so ein bisschen hell ist. Das ist ein bisschen mal schwierig, hier die Beleuchtung richtig einzustellen, dass man. Ich könnte jetzt so einstellen, dass das nicht so überstrahlt, dann würde man allgemein nicht mehr so viel sehen. Das Dein ist einfach sehr hell beleuchtet, aber in Realität nicht zu hell. Hier seht ihr jetzt auch die Beleuchtung vom letzten Video. Das ist ja hier unser Busbahnhof, der im Bau ist. Dazu kam auch wieder Feedback und ja, es wird ein bisschen kompliziert dafür, dazu aber mehr im nächsten Video, wenn es hier um Busbahnhof geht. Was ich heute aber noch in diesem Video machen will, das ja gar kein richtiges Update-Video ist, ich würde, glaube ich, gerne mal schauen, ob ich diesen Bogen hier ein bisschen beleuchten kann. Denn das stört mich schon die ganze Zeit, dass es da hinten so dunkel ist. Deshalb würde ich mal schauen, ob ich da irgendwie Licht jetzt noch reinbringen kann auf die Schnelle. Und ja, ich mache mal einen Cut und schaue, was sich machen lässt. So, ich habe das Eingangsportal jetzt einfach mal ganz prophylaktisch oder provisorisch besser gesagt mit zwei warmweißen Lichtern beleuchtet. Die kann man dann noch verdecken. Ich habe es jetzt einfach oben in den Rundbogen eingebaut, damit das Licht von oben nach unten strahlt. Und es ist ja heller, als man gerade denkt. Ich mache mal hier ein bisschen. Das kommt der Realität ein bisschen eher entgegen. Es ist jetzt nicht ganz dunkel hier im Raum, deshalb ist es noch ein bisschen heller. Grundsätzlich ist die Frage, lassen wir das so oder nicht? Denn man sieht die Lampen relativ gut noch, wenn man hier vorne entlang läuft. Das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen was ändern müssen. Denn das sieht meiner Meinung nach nicht ganz gut aus. Dann ist die Frage, ob man vielleicht einfach ein Licht von oben direkt runter macht. Das würde man dann auch von hier vorne nicht sehen. Könnte man auch besser verstecken. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass da ein bisschen Licht reinkommt. Aber ich habe es auch, wenn ihr mal schauen wollt. Es ist sehr, sehr provisorisch gerade eingebaut. Es ist nämlich auch nicht durch den Boden gelegt. Es geht hier hinten raus. Wenn ihr es seht, hier ist das Kabel. Geht hier nach unten. Und dort unten ist ein weiterer USB-Verteiler. Da können wir auch mal kurz hingucken, wenn ihr wollt. Da seht ihr den USB-Verteiler und da geht es einfach nur rein. Ja, das ist die Frage. Ich habe ein bisschen basteln müssen, weil ich wollte das Modul jetzt extra nicht dafür rausnehmen, weil da muss ich ziemlich viel Module rausnehmen, um da hinzukommen. Das würde ich dann mal machen, wenn ich auch wirklich finale Beleuchtung dort einbaue. Denn so ist das ja nicht die finale Beleuchtung. Das heißt, wir müssen durch den Boden durch und so weiter. Aber dafür brauche ich jetzt nicht jedes Modul aus. Dafür würde ich die beiden rausschieben und entkabeln. Und ach,
Das mache ich jetzt nicht einfach so. Da habe ich mich hier schön auf die Platte gekniet. Man kann sich relativ gut hier vorne drauf knien, weil hier auch der Boden drunter ist. Ja, wie gesagt, das wäre so eine erste Idee für die Beleuchtung des Bogens hier, um mal am Anfang hier den Bahnhof auch richtig zu beleuchten und nicht nur da drin, wo wir ja vor allem mit Kaltweiß arbeiten. Dachte ich, draußen ist Warmweiß besser, weil es eben auch besser zu der Tannenfarbe passt. Wird natürlich dann noch mehr Licht ergeben, wenn wir hier vorne die Bude beleuchtet haben. Das Taxi wird beleuchtet sein. Die Laternen werden hier nochmal umgebaut. Und die Stadtmauer wird natürlich auch beleuchtet. Die ist jetzt gerade aus, weil ich das ja noch im alten System habe. Und es hat ein paar Macken jetzt schon. Also ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, dass ich hier mal umbaue auf das System von Illuminate Your Bricks. Auf jeden Fall schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das eine gute Idee ist oder doch ein zentrales Licht weiter oben eine gute Idee wäre. Ich stelle es jetzt mal noch ein bisschen dunkler. Ja, ungefähr so entspricht es relativ gute Realität gerade. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr zu den heutigen Minifiguren denkt, was wir damit machen können. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für dieses kleine Video heute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier aus der Brick World. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Kommentare und Abos und überhaupt. Und ja, bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen und bis dann. Tschüss.